Der 5-Euro-Spartrick. Was ist das? Was bringt es? Ich habe mich da mal mit beschäftigt, weil ich immer mehr Videos hier im Internet auf YouTube gesehen habe, wo Leute sagen, geh hin und spar einen Schein. Nimm zum Beispiel den 5er, den 10er, den 20er und jedes Mal, wenn du diesen Schein bekommst, steck ihn nicht in dein Portemonnaie, gib ihn nicht aus, sondern steck ihn in eine besondere Schale oder was weiß ich, in deinen Tresor. Und nach einer gewissen Zeit wirst du merken, wie viel Geld du hast. Ich habe das nicht geglaubt, weil was soll dabei rauskommen? Also bin ich hingegangen, habe 5-Euro-Scheine genommen, habe die einen Monat lang komplett zur Seite gelegt, also keinen Fünfer mehr ausgegeben. Dieser Monat ist jetzt zu Ende und ich habe gerade mal nachgezählt, was dabei rumgekommen ist. Ich hatte 39 Scheine, also sprich 195 Euro. War sehr davon überrascht, weil ich nicht geglaubt hätte, dass da so eine Summe zustande kommt. Bloß mir ist aufgefallen, jedes Mal, wenn ich zum Bankautomaten gehe und mir Geld hole, es sind immer zwei Fünfer dabei. Und sehr, sehr oft kriegst du einen Fünfer, also du hast fast jeden Tag oder zumindest jeden zweiten einen dieser Fünfer in dein Fach gelegt. Also es kann was bringen, bloß mir fehlt, glaube ich, die Disziplin, das wirklich mal ein Jahr durchzuziehen. Aber jeder, der es machen möchte, kann es gerne machen.